Servus, grüßt euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem zweiten Teil jetzt. Und ich habe das Ganze, meine 3-Tagestour, auf 2 Teile gesplittet. Den ersten Teil habt ihr ja schon gesehen wahrscheinlich. Und jetzt befindet ihr mich am zweiten Tag von meiner Reise. Morgen will ich dann wahrscheinlich bis Mittag, Nachmittag irgendwann das Ganze durchquert haben, das Gebiet. Und es war mega anstrengend, also muss ich echt sagen, also das war brutal. Mittlerweile befindet ihr mich auf deutscher Seite, da hat sich das ganze Gelände ein bisschen gebessert. Es ist ja zwar ein bisschen hügeliger und ein bisschen steiniger, aber es ist nicht mehr so unwegsam, wie es gestern war. Also gestern, das war ein Horrortrip, also das war alles andere wie schön. Es war sumpfig wie die Sau, es war moosig, es war kaum zum Gehen, also es war unheimlich schwer zum Gehen. Und heute habe ich Gott sei Dank schon ein bisschen Strecke geschafft. Ich habe ein paar Sequenzen immer mitgetragen, das ist nicht so ausführlich, weil ich einfach ein bisschen Strecke schaffen muss, sonst schaffe ich das auf 3 Tage nicht. Und befinde mich jetzt, und ich tippe mal so, ich müsste da mal in Google Maps nachschauen, weil mittlerweile habe ich wieder Handyempfang. Das ist so wahrscheinlich so auf 1000 Meter, 1100 Meter irgendwo um den Dreh. Und es ist ein mega traumhaftes Gebiet da, wo ich mich befinde. Es ist von der Temperatur her ideal, also 20, 22 Grad, ein ganz leichter, kühler, lauer Wind geht. Also besser geht es eigentlich nicht. Es ist bewölkt, es hat zugezogen mittlerweile. Regen kann man nicht vorstellen, dass es gibt, aber man weiß da herum nicht im Mittelgebirge, wie es sich ergibt. Aber es sind beste Voraussetzungen, mehr kann ich nicht sagen. Also, ja, und ich will mir jetzt hier irgendwo da oben, weiter oben, dann einen Lagerplatz suchen, wie da mein Lager ein bisschen so aufbauen, wieder auch wieder nur so ein bisschen provisorisch das Ganze, weil ich einfach nicht die Zeit habe, ist das schon 3:30 wieder. Aber ich muss meine Ausrüstung rausnehmen, weil die ist teilweise wirklich nass und auch klamm, weil das war ein sehr feuchtes Gebiet, wo ich letzte Nacht war. Also mega feucht, und habe das auch gar nicht mehr heute trocken gekriegt. Ich bin ziemlich bald losgestartet, dass ich einfach ein paar Kilometer scharf. Es ist ein bisschen was kaputt gegangen, was mich unheimlich geärgert hat. Ich gehe nachher drauf ein, ich erzähle es euch, ich zeige euch das Ganze. Es hat mich schon fast bewegt, dass ich die Tour abbreche, aber es ist nicht möglich, weil ich mittendrin bin. Und ja, war einfach ein bisschen ärgerlich. Aber das zeige ich euch nachher. Ich will jetzt ein bisschen raufgehen, mir einen geeigneten Platz suchen und alles aufbauen. Und schauen wir mal, was heute die Nacht bringt. Hoffe, dass das Wetter beständig bleibt, und freue mich drauf. Viel Spaß bei dem Video jetzt. Ja, ich habe euch ja vorher erzählt, vor der Einleitung von dem Video, dass mir ein bisschen was kaputt gegangen ist, was mich unheimlich nervt hat. Also, ich bin da ein Mensch, wenn sowas sinnlos kaputt geht, das ärgert mich einfach. Und vor allem kostet ein Haufen Geld. Schaut mal her, ich zeige es euch dann einmal in der Nahaufnahme. Das habe ich ja gestern schon angesprochen, also in dem Video von letzter Woche. Meine Lampen ist hier abgebrochen. Ich habe es hinten am Rucksack befestigt gehabt, so, habe den Rucksack hingestellt. Er ist umgefallen und dann ist rausgebrochen. Ich hoffe, ich kann das richten. Ich habe schon einen Aufruf gemacht. Wer mit Metall ein bisschen zum Dorn hat, kann mir bitte weiterhelfen, dass ich das eventuell wieder reparieren kann. Müsste eigentlich gehen. Das Problem ist, dass das Ganze hier verlötet ist, also verschweißt. Ich muss einmal schauen, ob ich es richte. Und das, was absolut mega ärgerlich ist, ich wollte eigentlich Drohnenaufnahmen machen. Gestern war es extrem windig, also es war ein Sturm mit
krasse Böen und so. Ich habe mal bin ein bisschen geflogen. Ich habe es wieder landen müssen, weil es überhaupt nicht gegangen ist. Also das, ja, mir hat das sowieso beeindruckt, dass die kleine Drohne das so gut ausgleichen kann. Aber ich habe sicherheitshalber gelandet und wollte heute Morgen, gleich nachdem dass ich aufgebrochen bin, ein paar Aufnahmen machen. Habe ein paar Aufnahmen gemacht. Ich hoffe, dass was geworden sind. Ich kann es jetzt auch nicht sagen, keine Ahnung. Aber es war so, meine Drohne hat dann einen Fehler gebracht, IMU. Und in dem Moment ist einfach aufgestiegen und ist weg. Ich habe überhaupt keine Kontrolle nicht mehr gehabt. Ich habe dann die Return-Home-Funktion gedruckt. Ist zwar da gestanden, ich kann es wieder abbrechen, aber die Drohne hat sich immer weiter entfernt. Ist dann ja, irgendwo in ein Waldgebiet reingeflogen, ungefähr einen Kilometer von mir entfernt. Ich habe es dann an Live-Bild gesehen, war immer alles abgehakt und so. Und haben mir gedacht, okay, die Drohne ist jetzt weg. Aber das GPS am Handy hat funktioniert und von dem her habe ich es orten können. Die hat ja eine Funktion, dass dann auch piepst und das ein Vibrationsalarm abgibt. Ich habe das Ganze dann im krassesten Gebüsch drin gesucht. Habe es dann auch durch Zufall wirklich gefunden. Also durch Zufall, ich habe es da gesehen und ich hätte die nie entdeckt, wenn es nicht piepst hätte. Also die ist ungefähr 15 Meter im Baum umgehängt, einfach eine Buche. Und keine Chance, dass ich da irgendwie raufsteigen kann. Der Buche ist normal schön gewachsen, sage ich mal, da kann man immer schön aufsteigen, aber die war wirklich die ersten 3 Meter gar nichts. Dann war Äste, war jetzt kein Problem gewesen, ich hätte mir eine Leiter bauen können, aber dann waren wieder 4 bis 5 Meter überhaupt nichts. Und das war mir dann zu heiß, dass ich wegen der Drohne jetzt da eventuell runterfalle und dann findet mich wirklich keiner mehr, wenn ich da unten liege und bricht mir sämtliche Knochen. Von dem her habe ich angefangen, dass ich sicher nicht Stöcke nehme in dieser Länge ungefähr und habe immer mit dem gleichen Stock mit voller Wucht raufgeschmissen. Sie ist so ein Ast drin gehängt und ich wollte es wirklich schon fast aufgeben, aber ich habe es dann doch getroffen und beim Runterfallen ist die Drohne natürlich dann zerbrochen. Ich wollte es noch fangen, aber keine Chance. Es ist der Gimbal rausgebrochen, es ist ein Arm abgebrochen. Ich weiß nicht, ob man das noch mal kleben kann. Massiv ärgerlich. Also einen Geldscheißer habe ich auch nicht, das ist das Problem. Und ob man jetzt nächste Zeit einen kaufen kann, weiß ich nicht. Ich versuche die einmal zum Reparieren und ja, ist einfach richtig scheiße. Ich wollte das Ganze auch nicht mitfilmen, weil ich mich so geärgert habe. Ich habe zwar die Drohne wieder, das ist erst einmal nicht schlecht, weil ich habe eigentlich schon gemeint, ich muss auf den Baum oben lassen und habe schon alles durchspekuliert, dass ich den Baum umschlage, aber das war so ein Buche, da tat ich heute noch drum mit dieser Axt hier rumschlagen. Echt kacke, also ist scheiße gelaufen, also ich muss echt sagen, auch das Gebiet, wo ich gestern war, heute geht es einigermaßen, war ich echt schon so weit, dass ich diese Tour abbreche. Das Problem ist, ich kann es nicht abbrechen, weil ich bin mittendrin, ich bin voll mittendrin, ich muss jetzt da durch. Und ja, es ist einfach ärgerlich, also ich habe mich alles abpisst und nur im Schlamm umeinander gestiegen den ganzen Tag, bis zu die Knie immer eingesungen, alles komplett nass, die ganzen Socken, alles. Jetzt kann ich das Gott sei Dank trocknen, habe erst einmal gesehen, wie klamm dieser Schlafsack eigentlich ist. Also Gott sei Dank kann ich jetzt ein bisschen trocknen. Es ist zwar bewölkt, ich hoffe, dass es keinen Regen gibt, ich glaube es auch nicht, weil ich möchte heute einmal Open Air schlafen, mal ohne Tarp. Wenn es wirklich regnet, dann muss ich es halt drüber schmeißen und schnell hier unten an die Heringe befestigen. Das ist, darf halt eigentlich kein Problem sein. Ja, wie gesagt, es läuft nicht immer so, wenn man es denkt, aber irgendwie habe ich dann doch wieder Energie gesammelt und habe gesagt, nee, jetzt weiter geht's. Zwar schade, mit Sicherheit ein Schaden um die 550 Euro mit dieser Lampe zusammen. Aber ist schon öfter mal was kaputt gegangen, auch Kameras sind schon kaputt gegangen, mehrfach eigentlich schon. Stative, Mikrofone. Das ist das, warum ich immer sage, wenn man jemandem Geld spendet oder was, das ist für mich brutal wichtig, dass man das Equipment auch wieder kaufen kann, dass man wieder filmen kann. Und wie es jetzt in nächster Zeit mit der Drohne ausschaut, ich habe keine Ahnung, ich hoffe, dass es wieder geht. Gerade jetzt geht es dann los mit der Kajaksaison im Herbst jetzt und da hat natürlich Luftaufnahmen sehr gut. Naja, okay, nichtsdestotrotz, ich will jetzt da ein bisschen weiter aufbauen, weil ich will gar nicht mehr aufbauen. Also das, dass ich da schlafen kann, Taub richten wir schon mal her, falls es wirklich regnerisch wird, dass es abdicken kann. Jetzt kommt da wieder ein bisschen Wind, merkt man es. Ja, und dann will ich da ein bisschen Holz machen, dass man heute auf Nacht wieder ein bisschen ein Feuer machen kann und mir ein bisschen was erwärmen kann. Und dann das gleiche Spielchen, morgen wieder bald aufstehen und wieder weiter. Ist eine Scheißtour, einerseits eine schöne Tour,
aber irgendwie heftig, keine Ahnung, bin total im Arsch, also richtig kaputt, richtig, ich habe so viel geschwitzt, Gott sei Dank habe ich immer kleine Bäche gefunden, wo ich mein Wasser wieder auffüllen kann, aber im Großen und Ganzen, keine Ahnung, ich muss, glaube ich, mein Training wieder erhöhen, also ich bin in letzter Zeit ein bisschen faul geworden mit dem Sport, das rächt sich jetzt wieder, das ist wirklich kacke, oder das ist einfach das Alter, weiß ich nicht. Okay, ich mache wieder weiter. Ja, ein bisschen was baut jetzt, dass man einfach ein bisschen da und da her sitzen kann, wie halt der Rauch wieder umeinander zieht von der Buschbox, obwohl die Buschbox sehr wenig raucht, weil das funktioniert ja wie eine Kaminwirkung, von dem her ist es echt top. Ich würde da einfach eine ganz kleine Feuerstelle machen halt, sprich Körper hoch, Feuer tief oder Feuer tief, Körper hoch, je nachdem. Das ist immer optimal, gerade wenn es kühl ist, weil da wird es halt auch wieder sehr kühl. Ist immer ganz gut, wenn die Flamme weit am Boden und das ist ja klar. Dann kriege ich mehr Wärme ab an meinen Füßen. Aber das wisst ihr ja eh. Ja, ich würde mir jetzt da noch einen ganz kleinen Dreibein herstellen, dass ich mir morgen wieder schnell was erhitzen kann. Dass ich mir einen Kaffee machen kann morgen in der Früh. Muss zwar nicht sein, aber ich finde einfach, das ist irgendwie cool. Und wenn das Lager eh nicht so prickelnd ist, von dem her bauen wir noch ein Dreibein. Und dann kann die Nacht auch kommen. Das passt. Dann will man noch ein bisschen was kochen. Und wettertechnisch sehr ruhig, absolut ruhig. Man hört hin und wieder mal ein Flugzeug drüber fliegen. Weiter weg hört man öfter mal ein Auto. Ich weiß nicht, da ist wahrscheinlich irgendwo eine Straße. Aber das ist sehr selten. Stört mich jetzt nicht. Bin halt jetzt wieder ein bisschen in der Nähe von der Zivilisation. Und das gibt einem auch wieder ein bisschen anderes Gefühl, also Gefühl. Muss ich sagen, also wenn man da so weit drin ist wie es gestern, da ist man schon irgendwie, ich würde das nicht sagen verloren, aber man ist irgendwie auf sich allein gestellt. Ich persönlich mag das sehr gern, ich lasse mich auch nicht helfen. Ich bin schon immer der Mensch, der sich nicht helfen lässt. Und alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, habe ich allein gemacht, ohne Hilfe, weil ich das einfach nicht mag. Ich nehme sehr selten Hilfe an, außer ich brich mir irgendwas oder muss zur Operation, da muss ich Hilfe annehmen. Bin ich auch sehr, sehr dankbar drüber. Da sind die Ärzte immer ganz erstaunt, wenn ich mich dann wirklich herzlich bedanke bei denen. Und auch beim Arzt, wenn er sich Zeit nimmt, eine Viertelstunde, und hört mir mich ab oder was. Und ich sage dann danke, dass sie die Zeit nehmen. Ich war ganz perplex dann und sage, wow, sagt eigentlich keiner, aber für jeden ist es selbstverständlich, dass man, wenn man was hat, zum Arzt geht, dafür zahlt man ja auch. Aber man sollte diese Menschen auch ein bisschen danken. Naja, jetzt bin ich wieder in den Kopf geschweift. Okay, ich will jetzt da meinen Dreibein bauen und dann will ich noch Holz sammeln gehen. Will halt auch wieder nicht kleinhacken. Ich versuche so viel Energie zu sparen, wie es geht. Und deswegen gibt es ja keine großen Lageraufbauten oder so von mir halt. Sondern einfach wieder mit Stöcken eingesteckt in die Buschbox und das haut auch ganz gut hin. Und man spart sich unheimlich viel Energie dadurch, weil die brauche ich morgen. Morgen habe ich noch ein ganz schönes Stückchen zum Gehen. Und ja, jetzt mache ich weiter.
Genau, jetzt der letzte Part ist noch ein bisschen Holzmacher. Und dann bin ich fertig. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, wie so kleine Tätigkeiten, wie mich das anstrengen, wenn du den ganzen Tag mit dem scheiß schweren Rucksack unterwegs bist. Genau deswegen tue ich jetzt noch nicht, ich fahre von Zeit da runtersägen, hacken, weil das einfach so viel Energie braucht, das glaubt man gar nicht. Ich merke zwar heute schon, dass mein Körper sich akklimatisiert, sage ich mal, dass er sich daran gewohnt. Also er gewöhnt sich jetzt an die Belastung. Das habe ich festgestellt, wenn ich irgendwo im Ausland unterwegs bin oder so und bin einmal eine Woche oder zwei unterwegs in der Pampa draußen mit dem Rucksack. Die ersten zwei, drei Tage ist hart und dann geht es eigentlich. Also dann gewöhnt sich der Körper langsam dran oder man gewöhnt sich einfach an den Schmerz. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen, aber so ist es auf jeden Fall. Ja, ich werde noch ein bisschen Holz machen und dann will ich mir ein bisschen den Hängematten hauen, ein bisschen ruhen jetzt dann einmal und dann am Abend was essen. Heute gibt es IPA, Typ Chibabchichi, wisst ihr ja, habe ich dabei, weil auf sichere Touren mag ich nicht großartig kochen. Also da soll es eigentlich recht schnell gehen und da passt es ganz. Danach noch einen schönen Unterberg, einen Kräuterlikör nachher und dann haue ich halt ziemlich bald wieder da rein, weil morgen muss ich wieder marschieren und morgen geht es dann wieder in die Zivilisation. Okay, dann bis später. Ja, das Taub, wie mir ist schön herling, griffbereit, dass ich sofort Zugriff drauf habe und brauch's nur drüber schmeißen, drüben verankern, da verankern und dann bin ich auch schon gegen Regen geschützt, weil ich habe hier fast eine offene Stelle und es war gestern schon so brutal schön, die kleinen Fleckerl, was ich gesehen habe vom Sternenhimmel durch den dunklen Wald, Wahnsinn, öfters einmal ein Satellit vorbeigerauscht, der Mond war hinten. Echt genial und da habe ich echt gestern ein bisschen geärgert, dass ich das Taub drüber gehabt habe, weil ich ins Bett gegangen bin, habe ich das ganze Spektakel gar nicht mehr anschauen können. Und das mache ich heute nicht, heute schlafe ich Open Air und da freue ich mich voll drauf. Ich wollte schon fast einen Sichtschutz machen, aber ist auch ein Blödsinn, weil ich mein, wenn man hier ein Feuer macht, ein kleines, das sechst sowieso 2 Kilometer, ob du einen Sichtschutz hast oder nicht. Und wenn, ist mir das auch egal. Okay, dann würde ich sagen, geht jetzt in die Hängematte und wenn wir ein bisschen ausrasten, da haben wir verdient heute und dann machen wir uns ein bisschen was zum Essen und später da rein, Schlafsack, alles trocknet da drin, perfekt, also wird richtig geil wieder. Ja, wir müssen ein bisschen Feuer machen. Jetzt haben wir ein bisschen ausgerottet. Schön Hängematten, wunderbar. Und da sind irgendwelche Vögel. Das habe ich so auch noch nie gesehen oder beobachtet. Die, wo die Tannenzapfen runternehmen und schmeißen die ganze Zeit mit den Tannenzapfen runter. Also das waren jetzt ganz schön fei. Also die sind ganz knapp neben mir eingeschlagen. Das waren irgendwelche schwarze Vögel. Aber ich habe es nicht zuordnen können, vielleicht war es eine Dole, aber ob die das machen, weiß ich nicht. Vielleicht war es einer von euch und schreibt es in die Kommentarfunktion. Eichhörnchen war es nicht, es waren definitiv Vögel.
Ich bin jetzt schon in mein Mückenschild drin und ja, das Feuer ist aus. Es brennt noch Kerzen draus. Und ich lege mir jetzt hin. Mittlerweile ist 9:30 Uhr. Aber ich bin halt wirklich fertig und von dem her haue ich mir jetzt bald in die Tüte, dass ich wieder ziemlich bald aufstehen kann. Das ist mir wichtig. Und ja, ich schlafe halt oben her. Ich hoffe, dass es jetzt nicht regnerisch wird, aber es schaut nicht so aus. Es ist sternenklar. Da kann ich so schön im Wald aufschauen, in die Waldwipfel und in die Sterne. Das wird echt sauber, also da freue ich mich drauf. Ja, und ansonsten, wenn irgendwas ist, fülle mich wieder mit. Wird nichts sein, wie immer. Und ich freue mich erst auf die Tüte, weil es ganz schön frisch raus, das ist ganz schön abgekühlt. Und auch mal von den Socken raus und so und von der Hose, das ist echt einmal eine Wohltat jetzt. Schlafsack ist auch schön trocken wieder, wunderbar. Also sehen wir uns morgen in der Früh. Macht es gut, gute Nacht.
Morgen, grüßt euch, servus. Super, hört es. Ringeltauben hinten. Wahnsinn, echt, richtig cool. Man hört auch weiter weg schon eine Motorsäge. Also man merkt, ich komme langsam der Zivilisation wieder ein bisschen näher, was mir aber auch nicht stört. Wenn da unten welche sind, denke ich mal, die sind einen Kilometer Entfernung. Und ja, erzähle ich heute mal, die Nacht von mir war bombenmäßig. Also ich bin gestern um 9:30 Uhr, glaube ich, ins Bett gegangen und habe dann noch eine gute Stunde raufgeschaut. Ich wollte meine Augen gar nicht mehr zumachen. Ich bin da gelegen, habe versucht, meine Augen offen zu halten, weil das einfach so schön war, das Open Air schlafen. In diesem Mückenschelter drin hat man einen super Bombenausblick. Die Bäume so dunkel, schöne Silhouetten gesehen, Sterne oben, Satelliten sind drüber gerauscht. Ich habe dann lang hingeschaut und dann, ihr wisst es als Kind, wenn man lang in die Wolken schaut, sieht man manche Sachen und so war es bei den Bäumen auch. Ich wollte dann gar nicht mehr einschlafen, weil es so schön war. War super. Habe dann fast durchgeschlafen, bin gegen 2:30 Uhr einmal aufgekommen und waren da unten ein paar Wildschweine unterwegs. Die haben da riesen Radau gemacht, sind aber dann auch gleich weiter und Gott sei Dank nicht zu mir gekommen. Und dann habe ich auch geschlafen bis um circa kurz nach 4 Uhr. Und das gleiche Spiel dann wieder, bin eine Stunde, gut über eine Stunde, ich glaube eineinhalb Stunden drin gelegen. Und haben mir das angeschaut und das angehört, das Ganze da draußen. Also ich habe Eichhörnchen rumspringen gehört darin, ich habe Spechte gehört, ich habe verschiedene Vögel gehört. Super, ein Waldkauz habe ich die ganze Nacht da gehört, der war da unterwegs. Echt, also das ist super. Ich habe so viel Glück gehabt mit dem Wetter, muss ich wirklich sagen. Es ist keine einzige Regentropfe runtergefallen. Super, also war eine schöne Tour. Eine harte Tour, muss ich sagen. Da muss ich wieder, wenn ich ein Resümee aus dieser Tour ziehe, die 3 Tage jetzt, dann muss ich sagen, war ich ein bisschen erschrocken, weil so eine Tour vor 3 Jahren oder so hätte ich voll locker weggesteckt. Und deswegen war es wirklich schon eine Tortour. Also es war wirklich mit den 30 Kilo Gepäck teilweise nervig. Also das, du gehst eine halbe Stunde und man denkst, du kannst nicht mehr. Das Gelände war dementsprechend, aber bin ich sehr unzufrieden mit mir selber, also mit der Leistung. Also war jetzt nicht berauschend. Vielleicht liegt es am Alter, du wirst 42, ist aber auch keine Ausrede nicht. Also ich vermute sehr, dass es an meinem Trainingspensum liegt, weil ich habe früher sehr viel Sport gemacht. Da habe ich so eine Tour locker weggesteckt, da hätte ich auch 50 Kilo mitnehmen können. Und jetzt geht es eigentlich so rapide bergab. Also das ist echt erschreckend. Also ich muss unbedingt mein Training wieder anziehen. Das lasse ich nämlich die Zeit ein bisschen schleifen. Man trainiert schon regelmäßig 2-3 Tage in der Woche, aber ein bisschen gemütlich. Also nicht mehr dieses, ihr wisst, dieses Hardtrain. Also das muss ich unbedingt ändern. Das hat mich ein bisschen schockiert. Also, naja, mein Gott. Aber trotzdem habe ich es geschafft. Ich habe heute noch ein paar Stunden vor mir. Aber das wird jetzt easy going, weil ich jetzt da das Waldgebiet durchqueren und dann auf verschiedene Wanderwege ausweichen, dass ich das auch zeitlich alles schaffe, weil ich habe noch gute 200 Kilometer Heimreise heute. Und ja, war geil die Tour, wirklich. Also sehr, sehr beeindruckende Natur da drüben in Tschechien. Also kann man gar nicht vergleichen wie bei uns. Also es ist irgendwie, es ist immer wie ein Märchenwald. Also das ist irgendwie so verwunschen, der ganze Wald. Also, geil. Ja. Und da würde ich sagen, schalte jetzt die Kamera aus, schnall mir einen Rucksack auf, marschiere los. Ich möchte euch an der Stelle nochmal danken für die ganzen Instagram-Kommentare. Ich muss echt sagen, wieder meine Drohne kaputt gegangen ist und alles, aber ich dachte, ich habe keinen Bock mehr. Ich mag einfach abbrechen, schaue am schnellsten Weg irgendwie rausgehen, bloß mich abholen. Aber dann doch wirklich, das waren hunderte Kommentare wieder, also so viele nette Kommentare gekriegt. Und die haben mich irgendwie wieder aufgebaut, wirklich. Das war mir wirklich so, dass mir die wieder Kraft gegeben haben. Und da danke ich dafür. Also das war echt richtig cool, dass da Leute hinter dir stehen und motivieren dich ein bisschen, wenn es nicht so rund läuft. Ich meine, es waren jetzt große Probleme nicht, aber es pisst dann ganz schön ab, wenn sowas passiert. Weil ich hätte da so geile Aufnahmen noch gestern machen können mit der Drohne, Nachtaufnahmen und, weil du hättest super starten können. Ist leider nichts geworden. Ich hoffe, dass man bald wieder Drohne leisten kann, dass ich wieder schöne Aufnahmen machen kann. Okay, an der Stelle sage ich jetzt Servus. Wie gesagt, ich schalte Kamera aus. Wir sehen uns jetzt dann bald wieder. Was ich genau mache, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommen auch wieder Tourenvideos. Ich hätte eine schöne Tourplan gehabt mit Oliver, wenn wir in Minnesota gewinnen. Fast 2 Wochen lang und dann eine Woche an der Westküste Amerika. Aber das habe ich leider komplett canceln müssen wegen diesem scheiß Covid-19. Und habe dann
schon gemeint, dass ich Ende September, Anfang Oktober nach Island oder nach Norwegen eventuell fliege und da 6-Tages-Tour allein mache. Aber ich weiß nicht, ob man das alles ausgeht zeitlich und ich meine, das ist ja finanziell. Und aber es kommen auf jeden Fall Tourenvideos. Vor allem nur noch jetzt, weil jetzt kommt die geile Jahreszeit, es wird ein bisschen kühler und dann der Winter wird echt cool. Alles klar, jetzt sagt der Weitler, mit Viertel, ich boxe jetzt, ich muss jetzt weiter, es ist 9:30 Uhr, weil ganz schön getrödelt da, aber es ist einfach so schön, es ist einfach traumhaft. Ich sage jetzt, Viertel, macht es gut, bis zum nächsten Mal, Servus.